Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Gib mir noch ein Iron Piece. So, dann kann ich das hier wieder... Lol, das kann ich ja dann abbauen hier. So. Das so und da ist der Generator. Den bauen wir dahin, dann kann man das hier wegmachen. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. So, was ich später noch brauche. Meine coole Holzspitzhacke. Dreise. So, das. 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 Jetzt gerade an Gräber zu starten. Ja, irgendwann reichen sie bis zu deiner Plattform hoch. Ja, tun sie halt jetzt schon bald. Das. Jetzt teste ich diesen Stock aus. Hey, ist doch gar kein Bilderswand. Das war, er heißt Bilderswand, aber er ist zum Wayne Mine. Ach so. Ich wollte schon sorgen. Egal, ich sieb erstmal Sand. So. Aber das ist schön, dass man auf der Version hier überall das Piece rauskriegt. Weil bei, mit dem Stranded RP, da hast du ja aus aus Kies, Sand und das jeweils immer unterschiedliche Broken Erze bekommen. Boah. Ja, die musstest dann nochmal zusammencraften, hämmern und, dass du immer auf das eine kommst. Gut, dann stelle ich mir jetzt eine Erzkiste her. Das
Das erfordert jetzt einfach nur noch Eisen. So. Erzkiste kommt hier hin. Kaktus Seeds läuft. Das hier rein. Session. Das da rein. Läuft. Dann brauche ich jetzt das da. Das da. So. Geht das doch so. So. Jo, bei mir geht's jetzt auch so langsam los. Aber ich denke mal, dass ich das ganze Farm wie Kies, Sand und das herstellen, das werde ich offscreen machen. Aber ich denke mal nicht, dass das irgendjemand sehen will. Ja. So, und da haben wir einen Hopper. Warum braucht es jetzt bei mir? Huch, was ist los? Warum? Weil du geleftet bist. Okay, jetzt wenn mir jetzt wirklich das Spiel gerade abgestürzt, dann kill ich es einfach meinen Taskmanager. Nee, bei mir hat sich das Spiel verabschiedet. Ja, solange es so das Spiel ist. Wär's der PC, wär's ein bisschen scheiße. Oh, ich hab eine Enderperle hier liegen. Läuft. Ich weiß ja auch wirklich jetzt, wo ich Basalt und so herbekomme. Ja, von Agri.
Ja, von Agrikultur. Nee, dafür brauchst du es ja schon viermal. Ja, woher dann? Beneath. Gesundheit. Deep Dark. Ach so. Ja. Es wird, bis wir das Portal dafür haben, werde ich nicht schön bauen können. Ja, ich glaube, hier wird keiner schön bauen. Ich will schön bauen. Ich werde, sobald ich eine Marble-Pflanze habe und halbwegs eine vernünftige Menge an Marble, werde ich die kompletten Plattformen bei mir abreißen. Ich werde meine wieder aus den Bricks von Dings bauen, wie ich es beim anderen Sky-Projekt hatte. Aus welchen Bricks hast du es denn da? Von der Tinkerschmelze. Das ist auch ein schöner Block. Da hast du auch durch Chisel viele Varianten. Ich frage mich jedes Mal, warum ich Sand und Dust herstelle, wenn ich Kies sieben will. Wie dämlich muss man sein? Und ich habe mir gerade ein Compressed Sieve gemacht. Ich mache das in den 3x3 normal Sieve. Server Backup startet. Okay. Du hast eine leicht erhöhte Chance im Compressed. Aber wenn du so ein 3x3 Sieve hast, hast du die Chance genauso. Nee, das ist. Deswegen ist es ja leicht erhöht. Du hast irgendwie wirklich minimal erhöht. Allerdings gibt's hier. Eigentlich normalerweise ist das so. Flintmesh. Gut, das könnte ich mir sogar schon herstellen für das Compressed. Ja. Ich benutze schon Eisensieb. Ja, soweit bin ich noch nicht. Ich habe gerade mal einen Hopper craften können. Und wofür? Für den Cobblestone Generator. Den von Tiny Progressions? Ja. Der braucht keinen. Ich habe eine Kiste drunter gesetzt, dass nichts passiert. Drauf. Oben drauf. Der hat seinen normalen Standard-Output oben. Okay. Kann man aber nicht wissen. Der hat seinen normalen Output ohne dass ohne irgendwelchen Zusatzdinger hat er seinen Standard-Output ich hab oben. Ich hab in jedem Projekt immer ein fucking Hopper drunter gesetzt. Jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich das Ding hergestellt. Hopper kannst du aber später für Tankerschmiede zum Beispiel gebrauchen, zum Automatisieren. Nee, dann nehme ich die Ender-IO-Cable. Genau. Ja, aber Hopper reicht. Irgendwas wollte ich jetzt machen. Genau. Also egal in welchem Projekt, ich automatisiere Schmieden immer nur mit einem Hopper und einer Redstone Clock. Nee, also das haben wir jetzt bei Stranded auch, habe ich das gemacht, dass ich da die Ender-IO-Cable nehme. Das Einzige, wo ich sagen könnte, ja, okay, wäre Output überhaupt erst von den von dem flüssigen Erz, wenn es geht, über die Fluid-Cable. Das geht aber nicht immer. Also, du hättest bei dem Stranded dabei sein müssen. Wäre nicht Mumble dabei gewesen, der hätte ich mitgemacht. Du, wir haben uns größtenteils über den DC unterhalten. Das hätte Mumble vielleicht sagen können, weil hätte ich nicht gemacht. Weil Mumble wäre dann nur gewesen, wenn die anderen zu uns sind oder wir zu denen sind und RP gemacht hätten. Ansonsten haben wir uns eigentlich nur so Out-RP unterhalten. Außer, ja, weil bei mir ist Mumble halt das Problem. Außer Melvin hat halt mal eine Folge aufgenommen, dann gab es da schon mal die ein oder andere RP-Situation. Das. Warum mache ich mir keinen Compressed Hammer? Du kannst den Ender-IO Endcrack, richtig? Wir müssen kommen. Nee, der Exotility. Nee, auch nicht Ex Nilo Endcrack, womit du ins End kommst, oder? Ja. Den kenn ich. Die einzige Möglichkeit für uns ins End zu kommen. Weißt du auch, wie du den recharged? Mit Enderperlen. Enderperlen oder Eye of Ender, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht. Es ist gut, dass du es weißt. Ja, ich habe mir das ja damals bei Spark und Kev angeguckt, das Modpack.
Hast du Eye of Ender? Wie denn? Wir waren noch nicht im End. Hast du Eye of Ender? Nein. Hast du Eye of Ender? Willst du einen aufs Maul? Warum? Du fragst du mich noch einmal, ob ich Eye of Ender habe, schließe ich mit Pfeil und Bogen ab. Warum? Oh Gott. Genau deswegen. Das erste Skelett, das bei mir gespawnt ist, mir einen Bogen gedroppt hat. Ich hab eine Enderperle halt, ne? Und das werte ich als ein Zeichen. Nein. Es ist aber kein Zeichen. Sicher? Ja. Jetzt werte ich als Zeichen, dass ich irgendwann... Jetzt muss ich mal was gucken. Ob man diese Kieselsteine eventuell auch herstellen kann. Nein. Erde durch sieben. Schade, einfach. Ich dachte, die kann man craften. Das wäre besser gewesen. Oh, der Bogen ist noch nicht drin. In der Version. Schade. Was sticht denn dann hier auf so einem Kurs her? Die Ex und das Katana nur. Oh, langweilig. Wobei das Katana ist immer noch lustig, das Kyoku. Ja, damit hat der Melvin aus Stranded noch seinen Spaß zum Schluss. Und damit kannst du Leute im GM töten. Aber wer will hier schon in den Game Mode gehen, außer wenn ich die Inseln setze für die Portale? Oder den Kuchen. Wow, mach was ganz einfach. Ja, erste Maschine. Welche? Ein Autohammer. Ist eigentlich nicht die erste Maschine schon der Cobblestone Generator? Es ist keine Maschine. Für mich. Für mich schon. Er benötigt ja keinen Strom. Ja. Ist ja egal. Benötigt, also ist trotzdem eine Maschine, weil es aus Metall besteht. Nee, versteht's ja nicht. Stein. Nein, der Tier 2 nicht. Ja, den Tier 2 habe ich noch nicht. Stopp mal. Hä? Wie steht ich? Oh Leute, den könnte ich mir sogar herstellen. Ah, noch nicht ganz scheiße. Eigentlich stelle ich ihn. Wie stellst du was? Stell ich mir will schön. Sprech dich doch mal aus! Einmal. Die Rezepte sind angeschaltet, du kannst sie nachgucken. Ja. Naja. Das. Dann mach das doch. Mach ich doch. Aber mir wird jetzt hier dieses. Für Tinkers Construct nicht angezeigt. Die ist hier für Tinkers Construct nicht angezeigt. Was ist denn das hier? Na, dieser Casting Table oder dieser Casting Tank oder was auch immer. Warte mal, Casting Table, das sind ganz normale Shared Bricks als was nach unten zeigt. Ja, und aber das wird dir ja nicht angezeigt, wenn du es craften willst. Na doch, mir wird's angezeigt. Mir nicht. Was genau, der Casting Table? Ja, also mir wird der angezeigt. Casting Table. Achso, doch. Jetzt, Tyrox! Ich hab dich ganz doll. Und das als Abschluss der Folge.